So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Diablo 3. Jetzt werden wir mal etwas ein bisschen austesten. Wir machen zwei 65er große Nephalem-Portale. Einmal mit dem Stein hier, mit dem esoterischen Wandel. Und einmal mit dem Stein. Und dann mal gucken, wie schnell wir sind, geschweige denn, wie gut wir generell durchkommen. 65 sollten wir eigentlich schaffen. Aber jetzt nach der kleinen Krankheitszwangspause werden war, muss ich mich erstmal wieder ein bisschen einspielen, sagen wir so. Damit wir auch wissen, welche jetzt wirklich besser sind. Klar, Tankiness ist immer geil, aber. Die können ja trotzdem Aua-Aua machen, wie man sieht. Oh, schon Spylonen der Macht. Na, das wird das Ergebnis nur minimal verfälschen. Ah, das ist schon äußerst nett, wie der Anfang hier gestartet hat. Ups, schön. Ja, nee, ich dachte ich. Aua. Nee, da darf ich nicht drin stehen. Jetzt hier hin. Aber vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich geportet wurde. So, und jetzt werden wir uns nochmal hier den gelben vornehmen. Nicht unbedingt, weil wenn man daneben stehen. So, sehr schön. Na, bis jetzt läuft es doch sehr gut. Kann ich nicht meckern. Wenn wir nicht mehr reinporten, die ganzen Weißen, die nämlich standen nur schön alle auf einem Fleck. Ja, beinahe nach hinten losgegangen. Da ist sogar schon mein letzter Dienst gepockt. Direkt nicht so gut gewesen. Aber egal. Wir gehen jetzt hier einfach weiter, sind unten am Kanalisieren. Sehr schön. Weitergehen. Spam hier natürlich durch, das macht einen schönen dick Schaden. Oh, ich wollte mich gerade wegporten. Aber die waren dann doch ein bisschen sehr unfreundlich hier. Das hat mich ganz schön dick erwischt. Dann kriegen wir die kaputt, ohne dass wir sterben. Das ist eigentlich ganz nett. Zum Glück gerade so noch den Heiltrank nehmen, der ist gerade wieder abgewesen. Ja, schon mal hier das runter, nicht dass das gleich unser Verhängnis wird. Das war das zu lange dauert. So. Ich hoffe nicht, dass ich zu leise bin, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Mikro sich ein bisschen runterreguliert hat. Auch bei anderen Games habe ich natürlich ehrlich gesagt nicht. Anstrengen. Nicht, dass die uns wieder platt machen. Ja, kam auf mich zugesprungen, der Herr. Das sind wir nicht so fein. Bleiben wir hier einfach mal an der Tür stehen. Läuft doch eigentlich. Ja, wie gesagt, der Schaden fehlt gefühlt ein bisschen. Dadurch kommt einem das Ganze hier auch manchmal ein bisschen lahm vor. Hier sehen wir gleich noch eine Gruppe gefunden. Eine äußerst schlechte Umgebung.
Oh, ist das sehr schlechte Umgebung hier. Au, ja. Wenn ich jetzt hier nicht drauf gehe, weiß ich auch nicht. Vielleicht können wir den noch fertig machen, sehr schön. Also der Blocker ist hier echt Gold wert. Haben wir gerade gesehen. Ja. Das war nicht zu verhindern. Fast nicht zu verhindern. Machen wir die noch zu schnell kaputt. Oh, diese scheiß Bogenschützen. Wir porten uns mal kurz nach Hause und reparieren nicht, dass das irgendwie noch zum Verhängnis wird. Wollen wir natürlich nicht. Müssen wir mal gucken, ziehen wir einfach 20 Sekunden ab. Sollte ungefähr passen. Ich habe jetzt nicht auf die exakte Zeit geguckt. Wo ich ja auch nicht so viel Auto-Attacks arbeite war. Wenn ich jetzt hier unterwegs bin. Mal gucken, wie viel macht denn jetzt so ein normaler Auto-Attack? 120 Millionen? Manchmal 700 Millionen? Das traf ich irgendwie immer noch nicht. Das waren jetzt 600. Also wenn die halt immer so konstant 1 Milliarde Schaden machen, dann wäre so ein Auto-Attack definitiv mehr wert. Jede Menge mehr wert. So, gehen wir erstmal zu den Fernkämpfern, die machen die kaputt. Die gehen mir so hart auf den Zeiger. Ich habe schon überlegt, ob ich demnächst irgendwann mit Diablo 2 anfange, einfach mal ein Let's Play zu starten. Dann wirklich einfach nur die Kampagne straight. Ich hoffe, das findet auch auf großen Anklang. Weil Diablo 2 einfach Skets gehen, das ist einfach mein so ungefähr. So, aber weiter im Text. Jetzt konzentrieren wir uns mal wieder kurz. Wow, scheiße, ich wollte mich nur ein bisschen nach unten gehen und dann vielleicht hier so nach da porten, aber das wollte nicht recht funktionieren. Dass ich da ausgewichen bin. Schon sagen, läuft da ganz easy von mir. Nee, mit dem Feuerwehr kann ich nicht ausweichen. Boah, ich muss hier weg. Zu viele Feuerbälle. Nee, nicht daran stehen bleiben. Hilfe! So, na, das sieht doch sehr gut aus. Ich glaube, gefühlt auch nur die gleiche, ey. Naja, das ist halt. Irgendwann muss man halt sagen, oder? Aua! Nee. Oh, die ganzen Fernkämpfer, viel zu viele Bogenschützen, Feuerbälle. Ich weiß ja nicht, worauf ich zuerst achten soll. Aber zum Glück ist das. Jetzt zu Ende. Kann ich mich mit Zeitung nicht schlagen. Nein, hol die an. Nee. Nicht flüchten. Also die ging daneben. Naja, schön. Schönen Dank auch, mein Herr. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt drin stehen. Aber jetzt gerade beim Ende muss es wesentlich mehr Damage machen. Weil ja immerhin, da ich nur mit Auto-Attacks arbeite. So, 534 war noch übrig. Wenn wir mal gleich kurz aufschreiben. 534.
esoterischer Wandel noch ein bisschen aufbessern. So. Stift ist in der Hand. 5, 34. Sogar neue persönliche Bestleistung? Na, okay. Ich habe ja dem einen 65er noch nicht mit dem Gear gemacht. Also, das ist jetzt nicht so verwunderlich. Wir gucken erst danach wieder den ganzen Zeug an. Da oben müssen wir hin. So. Mal gucken. Nee, mit heute wollte ich jetzt nicht labern. Großes Nilfalam 65 und go. Autotext sind mega kräftig. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Nee. Na, müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es da sogar noch einfach eine bessere Autotext, die halt auch ein bisschen mehr Fläche abdecken. So dass man das auch standardmäßig nutzen kann, wa? Also ich glaube die 4,2 Millionen gerade, das war halt einfach nur ein Auto-Tech. So, wir probieren natürlich ja auch unser Bestes. Wir werden es dann insgesamt an der Zeit sehen. Oh, das ist ein bisschen sehr waghalsig. Einfach rein zu springen, deswegen gehen wir lieber wieder raus. Nehmen hier hinten mal eine Kugel. Ja, da kannst du hinten ruhig deine Attacke aufladen. Aber shit, voll in der Blitzkugel. Ja, ups, noch einen Knochengeist loslassen. Ja, ich hab gedacht, haut mich über seine Attacke, aber die hat er sowieso gegen die Wand gehauen. Oh, da war da oben ein, ja, ein Pylon. Pylon der Eile sogar. Kann ich das mal bitte nehmen? Danke. Versuchen wir den ganzen hier mal abzubrechen. Kann man sich natürlich streiten, inwiefern die Pylonen da einen mega Einfluss drauf haben werden. Nee, bitte nicht. Also, vielleicht stelle ich mich auch nur einfach beschissener an, aber die tanken das mal ganz schön. Also auch die Umgebung, dass es halt wieder Fernkämpfer sind. Brutalst. Aber der Pylon bringt mir halt nicht. Halt alles Fernkämpfer. Kann man sagen, was man will. Die sind halt noch eine ganze Ecke schlimmer als alle anderen. Du bist noch ein blauer. Ich hab gedacht, das wäre eine gelbe Gruppe gewesen. Habe ich gar nicht so ganz registriert. Wow. Ja, okay. Tankiness. Das ist das Stichwort. Was jetzt hier gerade zu sehen ist. Also, dass es einfach gerade nicht passt. Wir wechseln mal einfach die Area. Vielleicht können wir noch was rausholen. Wow. Hat man direkt beschossen. So. Na, die Ecke gefällt mir schon mal besser. Die ganzen Krabbelfiecher. Links keine Fernkämpfer. Oh, zu viel gefreut. Zu viel und zu früh. Oh Mann.
aber sie sind anscheinend wenig Fernkämpfer. Schmeiß ich mich jetzt mal nicht drüber. Oh, zum Glück hat er nicht getroffen. Nee, 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 nee. Meine Dame. Kann sie jemand anders gegen den Kopf werfen? Oh, ich hab den Gegen umgegriffen. Machen wir erstmal die Ads kaputt. Ey, ich hab doch schon rechts geklickt. Hat aber nicht gereicht von der Zeit her. Oh, ich geh mal kurz weg. Ist ein bisschen sehr brutal. Das ist ein Fernkämpfer. Aber keine Chance der Herr. Da sieht man mal. Tut einfach weh, wenn man mir zu nahe kommt. So. Und noch eine gelbe Gruppe. Oh ne. Oh! Jetzt habe ich erst gesehen, was da noch so auf dem Boden lag. Oh, schön, dass sie zusammen steht. Nee, nee, nee. Da will ich nicht drin stehen. Kaputt. Boah. Warte mal, ich zähl mal kurz auf hier. Na, können wir ihn schnell erledigen? Nein. Nein, nein, nein. So geht das überhaupt nicht. Eieiei. Ist ja katastrophal hier schon. Boah. Der macht mir aber zu schaffen. Ja, das war mein Tod. Ich komme hier nicht raus. Oh. Ja, okay, also die Tankiness ist doch, ja, sehr, sehr wichtig. Hätte ich einfach dazu ein bisschen früher entscheiden sollen. Kanalisieren. Ich kann mal hier ein bisschen was rausholen. Nicht so viel wie gedacht. Ich dachte, die gehen jetzt schneller drauf. Ja, vielleicht halt doch eher auf den tankigen Weg gehen. Weil man merkt das schon, klar habe ich jetzt ein bisschen länger durchgehalten. Was keinen Sinn macht, weil ich ja den anderen Stein rausgenommen habe. Aber der Damage steht da trotzdem, sind da trotzdem ziemlich lahm geschoren. Also die haben wahrscheinlich ihren eigenen Damage so ein bisschen verguckt, weil die halt laufend Blocker aufgestellt haben. Aber schnell ist das ja trotzdem nicht. Hm. Naja. Okay, dann wissen wir schon mal, dass diese Kombination nicht so top ist, weil wir definitiv nicht in der Zeit fertig werden. So, den können wir natürlich schnell reinzimmern. Suchen wir uns hier noch eine schöne Gruppe raus, die wir auch überleben. Alles klar, gut. Muss ich mal kurz verpieseln. Die könnte da hinten sein. Ich muss mich kurz zurückporten. Weil mit rotem Gear geht das Ganze gar nicht und ich werde jetzt wenigstens noch das beenden. Auch wenn es sinnlos ist. Oder fast sinnlos. Ich muss mich noch gedulden. Oh, da genau.
Danke. Vielleicht einfach die falsche Richtung eingeschlagen. Pylon der Verbindung. Das Ganze sieht doch schon schön freundlich aus. Blitze sind immer nett. Das ist die richtige Richtung. Ja. Vielleicht können wir hier noch den auf der Ebene ein bisschen gebrauchen. Da schaffen wir es definitiv trotzdem nicht. Aber naja, das halt, gehört halt dazu, dass man auch mal was nicht schafft. Gibt ja nicht nur voran, ne? Ah! Ich versteck mich. Ihr seht mich nicht. Oh, verdammt. Hat er leider trotzdem gesehen. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Sind schon bei 21 Minuten. Aber naja. Ist halt so. Liefert einfach scheiße. Es war ja nun mal ein Vergleich der beiden Sachen und hat halt nun mal schlechter abgeschnitten. Und jetzt bitte. Genau. Ja, jetzt rennst du weg, wa? So. Es braucht noch etwas Zeit. Ja, nein, dann werden wir halt wieder den Tinkungsstein einsetzen. Ist halt so. Genau das sollte ja der Vergleich bringen. Es braucht noch etwas Zeit. Ja, ich brauche wirklich Heilung. Machen wir nochmal um den Stein rum, nehmen hier die zwei Heilkugeln mit. Jo, fängt jetzt mal an zu lenken. Alles klar, ist okay. Wenigstens gleich wieder ein 10er-Stack. Ah, Hilfe! Nein, 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 nein. Nicht, seht mich nicht, ich stehe hinter dem Stein. Schnell wiederbeleben. Wieder. So, 97%. Es braucht noch etwas Zeit. Schön. Jetzt wenigstens wieder auch eine volle Knochenrüstung. Wenn das fast gar nichts bringt bei den Fernkämpfern. So. Jetzt vielleicht eine bisschen längere Folge, aber ist halt egal. Muss er jetzt gleich mal bei 100%? Hallo, 99. Schön, dass ich kein Leben habe. Kannst du noch ein bisschen gedulden? Oh. Alles klar, Digga. Zwei Schläge und ich bin down. Ich glaube, der macht auch nur physisch, also selbst der andere Tinkystein, der würde nicht so viel ändern daran. Das ist auch keine volle Knochenrüstung, was natürlich super bitter ist. Aber hier sieht man wenigstens auch den super Schaden der Auto-Attacks. Die tun doch schon weh. Kann man nicht anders sagen. Man merkt, finde ich, gar nicht die Regeneration. Sollte da nicht die Treffer mit Primärfertigkeiten heilen euch um 4% eures maximalen Lebens. Hm.
ist ja das Primär. Irgendwie merkt man das gar nicht. Ich habe mich schon gewundert eigentlich. Irgendwie müsste da noch ein bisschen Tankiness da sein. Das ist Mist. Ja gut. Sollte ja auch Vergleich sein und irgendwie merkt man die Regeneration durch den Stein so gut wie gar nicht. Aber dass die Tankiness fehlt, merkt man mega brutal. Naja. Ist halt so. So, Kane Chronik noch befragen, was wir hier so schönes gefunden haben. Gehen natürlich gleich wieder mit einem Rotstift drüber, so ungefähr. Was? Also ihr ladet euch mit Pilzenergie auf, wenn ihr... Muss ich mal behalten, ehrlich gesagt. Das kann man ja mit... für andere Charaktere vielleicht nutzen. Ich weiß jetzt zwar gerade nicht, wer noch Blitzfähigkeiten verwendet, außer ein Zauberer. Ein Dämonenjäger vielleicht. Ja. Blitzfähigkeiten verursachen 24% mehr Schaden. Alles klar. Heben wir mal auf, würde ich sagen. Packen wir mal hier nach oben rein. So. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.